Als die Feuerwehr Hanau an einem Mittwochabend mit einem feurigen Inferno zu kämpfen hatte, kam es zu einer erheblichen Mobilisierung der Hanauer Feuerwehr. Dieser war voll ereignete sich und löst ein Feuer aus, das ein Lagerhaus überschwemmte, wie die fleißigen Reporter von 5 Vision News dokumentierten. Die visuellen Beweise verdeutlichen das Ausmaß der Flächenbrandes, da in der Anlage war allem der Handel mit Holzpellets und Heizöl betrieben wird. Über den genauen Inhalt der Bereichs innerhalb der Ortes, an dem das Feuer ausbrach, herrscht weiterhin Ungewissheit, was der sich entwickelnden Situation.